Sarah, Mohammed, Simone und Paul suchen Arbeit. Eine mehrjährige Ausbildung oder Umschulung kommt für sie aber nicht in Frage. Was nun? Eine Teilqualifizierung wäre genau richtig. Bei einer TQ wird ein Ausbildungsberuf in mehrere Module geteilt. Sie suchen sich ein passendes Modul aus, bei dem es die größten Chancen auf dem Arbeitsmarkt gibt. Sie müssen nicht mit Modul 1 beginnen, sondern können frei wählen. Je nach Beruf dauern die Module 2 bis 6 Monate. Teilzeit ist auch möglich. Jede TQ beinhaltet ein Praktikum in einem Betrieb der Region. Am Ende erhalten Sie nach erfolgreicher Kompetenzfeststellung ein Zertifikat. Die Finanzierung erfolgt über einen Bildungsgutschein. Sarah, 30, ist eine alleinerziehende Mutter und seit 7 Jahren arbeitslos. Sie ist Bürokauffrau und möchte gern wieder in ihrem Beruf arbeiten. Das Modul 2 Rechnungswesen kann sie in Teilzeit absolvieren. Nach erfolgreichem Abschluss erhält Sarah ihr TQ-Zertifikat. Sie hat jetzt aktuelle Berufskenntnisse. Mohammed, 35, ist noch nicht lange in Deutschland und spricht die Sprache noch nicht so gut. Mit dem Sprachniveau B1 kann er eine TQ machen. Er interessiert sich für den Beruf Fachkraft im Gastgewerbe und absolviert das Modul 2 Service und Counter als TQ Plus. Dazu bekommt er Förderunterricht mit individuellen Schwerpunkten. Simone, 55, sucht nach langer Pflegeauszeit wieder Arbeit und erhofft sich mit Abschluss des Moduls 1 Ware und Kassensysteme eine Anstellung im Einzelhandel. Sie hat erfahren, dass eine Stelle frei ist und dafür benötigt sie eine Qualifizierung an den modernen Kassensystemen. Die will sie ganz schnell nachholen. Paul, 26, hat schon 3 Ausbildungen abgebrochen. Weil er gern am Computer arbeitet, macht Paul eine TQ digital. Der Theorieunterricht findet in einem virtuellen Klassenzimmer von einem Computer an einem unserer Bildungszentren statt. Es ist immer ein Ansprechpartner da. Mit Modul 1, Güterbewegung und Arbeitsschutz, kann er eine Arbeit in einem Großhandelslager oder Logistikzentrum annehmen. Der Erwerb des Gabelstaplerscheins ist inklusiv. Aus welchen Berufen können Sie wählen? Berufskraftfahrer, Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice, Fachlagerist, Fachkraft für Schutz und Sicherheit, Fachkraft im Gastgewerbe. Kaufmann für Büromanagement, Kaufmann für Einzelhandel, Verkäufer, Kaufmann im E-Commerce. Fachkraft für Metalltechnik, Industriemechaniker, Maschinen- und Anlagenführer, Mechatroniker, Elektroniker, Industrieelektriker. Sie haben Interesse? Dann schauen Sie doch auf unserer Website vorbei. Oder melden Sie sich telefonisch oder per Mail bei Dr. Birgit Auerbach. Wir freuen uns auf Sie.